Zeit für mehr Action bei Let's Play Heavy Metal Fact 2. Und zwar bei der nächsten Aufnahme. Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Heavy Metal Fact 2 mit Spleeks und Pilzen und Wasser und anderen gefährlichen Dingen, die gar nicht gefährlich sind. Obwohl Gaskapseln sind doch schon ziemlich gefährlich, wenn man nicht aufpasst. Also schauen wir uns doch mal diese ganze Kacke hier mal an. Dürfen wir hier durchlaufen? Nein, es tut weh. Wir werden uns das merken müssen, dass wir nicht durch so eine Scheiße durchlaufen dürfen. Also benutze ich Superschleuder! Ey, es hilft sogar gegen diese Stinke-Dinger. Sehr genial. Ah, jetzt muss ich mir mal vorstellen. Ja, ist mir egal, ob ich stink. Gut. Oh. Ach Gott, nee. Nein. Na gut, jetzt sind wir an den Gaskapseln hier vorbei. Das ist einfach fies. Aber noch da das Killer-Paranja-Viech mit komischen Händen will uns wieder angreifen, aber es ist echt mächtig. Und deshalb werden wir es jetzt einfach töten. Aber es geht gar nicht so leicht. Ich dachte, ach Gott, es hat sich von selber getötet. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hat es mein Schild so derbe geblockt, dass es gestorben ist. Das kann natürlich sein. Aber jetzt müsst ihr erstmal an dem Viech hier vorbeikommen. Da nehmen wir uns mal am besten was Gewaltiges, was ich. Vielleicht nehmen wir den Crossbow hier einmal und knallen sie einfach alle einmal ab. So geht es wohl am einfachsten, würde ich mal sagen. Ohne dass die selber getroffen werden. Und ich habe dafür so gerade noch so viel Munition frei und werde das Ding eh nicht auch benutzen. Aber den da hinten treffe ich nicht. Doch, den treffe ich. Genial. Oh gut, das zieht von alleine. Das ist perfekt. Und ich sehe, er ist noch am Leben. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er tot. Gut. Sehr gut. Und am besten hier lang springen. Oh Gott. Nein. Giftiges Wasser. Giftiges Wasser ist ungiftig. Ist giftig. Giftiges Wasser ist giftig. Merken. Okay. Können wir unser Schild wieder nehmen. Hier speichern wir einmal kurz. Und dann gehen wir auch gleich weiter. Was auch immer das hier ein Ding ist. Hier, guck mal. Das ist mir. Das finde ich nicht witzig. Ich versuche da einfach mal dran vorbeizugehen. Und ich werde aufgefressen von einem riesigen, komischen Monster. Das ist sehr merkwürdig. Das war eine unangenehme Erfahrung. Das machen wir gleich nochmal. Gut, anscheinend diesmal lassen wir uns nicht auffressen. Ich renne jetzt mal ganz schnell weg. Ja, nicht auffressen. Nein, lass mich nicht. Oh Gott. Ey, ich hab's umgebracht. Ich weiß nicht wie, aber ich hab's umgebracht. Und ich hab gerade mal ein bisschen Schaden verloren. Schaden verloren. Ich stecke in... Was hast du denn? Und wieso ist alles unsichtbar? Dieses Spiel wird langsam sehr merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Aha. Ich bin hier durch Gänge durch und alles wird unsichtbar für einen kurzen Moment. Das verstehe ich noch nicht ganz. Das ist wohl wieder einer von den tollen Grafikfehlern in diesem Spiel. Finde ich echt super. Also, Pflanzenviecher können uns nichts anhaben, wenn wir diese Supersuppe um uns rum haben. Lecker. Und ich kann dadurch springen. Perfekt. Gut, hier ist erstmal ein bisschen Heilung. Oh, Heilung. Heilung Nummer 1. Heilung Nummer 2. Perfekt. Aber was mache ich denn jetzt? Ach Gott. Noch stink ich komisch. Bäh. Wurde weggekotzt. Wow. Genial. Ich bin jetzt so... Was zur Hölle? Was war das denn jetzt gewesen? Dieses Spiel ist manchmal am... manchen Stellen sehr merkwürdig. Hoffentlich kann ich hier jetzt vorbeigehen. Und ich höre schon wieder einen Vogel. Aber wir haben Munition erhalten und Heilung und alles und drum und dran. Und Vogel! Ein brennender Vogel! Scheiße, brennende Vögel sind schlimmer als normale Vögel. Aber nicht so schlimm wie der Drogenhimmel. Oh Gott, wieso speichere ich nicht? Das ist mal wieder eine von den gefährlichsten Parts hier überhaupt. Das finde ich überhaupt nicht witzig. Oh Gott, nein! Das ist nicht euer Ernst. Okay, nochmal neu. Okay, wir sind wieder auf den komischen Teichen hier, Dingsen hier, ja, keine Ahnung. Dingsen, ich werde nicht aufgefressen werden. Ich werde nicht aufgefressen werden. Gut, noch lebe ich. Alles ist okay, alles ist super. Raketen. Raketen sind immer gut. Munition, Munition, Alter, jetzt kriege ich auch erstmal wieder was. Da habe ich erstmal wieder was zum Feuern. Ja, Feuermonster, Feuervogel, Feuerseemöwe. Ich weiß es noch nicht. Aber, wow, das ist ein explosiver Abgang für so ein blödes Viech. Diese Gegend ist sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Heilung, Heilung ist gut. Und das sieht hier viel zu groß aus. Oh, anscheinend passiert aber gar nichts. Ah, eine große Gegend, wo nichts passiert. Oh Gott,
Nein. Okay, oh, und sein... Er hat Wurzeln und... Was zur Hölle geht hier? Ach ja. Stimmt ja. Ich frag lieber das gar nicht mehr. Und was passiert dort? Da kommt Blut aus... Gumbas! Nein! Wo kommt die denn her? Wow. Tot sind sie. Perfekt. Zack, 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 zack. Oh, Gaskapsel. Bam, 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 bam. Oh, mit Maschinengewehr geht das alles viel schneller. Aber es kostet natürlich Munition. Oh Gott. Nein! Wollen wir mal sinnlos übertreiben, ja? Gut, übertreiben wir. Ja, au, ich habe mich selber getroffen. Gut, stirb. Er kommt zu mir. Und er lebt immer noch? Nein, zum Glück nicht. Perfekt. Zack, Schwert raus. Zack, Schild raus. Und zack, weiter geht's. Oh, nicht hier wieder. Du hast doch bestimmt Wurzeln, oder? Ich wusste es. Du hast immer Wurzeln. Seit neuestem. Aber du verbrennst. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte dieses Schwert nicht gleich zu Anfang des Spiels gefunden. Da wäre es hier alles um einiges schwerer. Aber ich hatte ja zum Glück das... Ich hatte zum Glück das Glück. Das hört sich super an. Raketen. Und noch ein Piranha-Monster-Handvieh. Nein! Auf kein Problem. Dieses Feuerschwert macht ja alles um einiges einfacher. Und hier ist erstmal wieder eine Ladesequenz. Okay, wir sind wieder da. Ladesequenz ist vorbei. Sehr schön. Und Pilze und alles. Und ich laufe erstmal durch diese Gaskapseln durch. Aber du auch, du bist... Oh, was hat er denn? Scheiße. Gut, was zur Hölle? Was zur Hölle? Und wieso, warum und weshalb? Wieder, ja. Pilze sind lecker. Drogenpilze. Okay, ich würde mal sagen, das sieht man nach einem ganz neuen Gebiet aus. Und es kommt jetzt so, als würde mal alles hier nebliger. Wir machen dann nächstes Mal weiter bei Heavy Metal Fact 2. Und wir werden sehen, wohin uns dieses ganze Nebelgeschwader hier um den Sumpf führen wird, nachdem wir diese Drogenpilze hier gefressen haben, die ich noch unbedingt haben möchte. Alles, noch mehr Viecher und irgendwie wollen sie mich nicht das Spiel beenden lassen. Das ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt dieses Spiel beenden, ob ihr wollt oder nicht. Du wirst auch noch sterben. Auch auf die brutale Art und Weise. Wo ist mein Raketenwerfer? Da ist mein Raketenwerfer. Stirb, verdammt. Ja. Okay, bis zum nächsten Mal bei Heavy Metal Fact 2.